Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Und ich bin mit dem Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Raft. Beim letzten Mal haben wir die Kapitänsinsel gefunden. Und jetzt sind wir auf einer großen Insel. Und Daniro wird von Stein beworfen. Ja, ich werde die ganze Zeit von Stein beworfen. Stein. Aber ich bin ja unter diesen kleinen Häuschen versteckt. Und er trifft mich damit nicht. Ausgezeichnet. Ich höre die ganze Zeit nur so hey, Überlebenstechnik. So, hier sind noch ein paar Bäume. Die nehme ich noch mit. Haben wir schon so ein Dodo versucht zu erledigen? Ich? Nein. Ich war die ganze Zeit auf dem Floß gewesen. Nein, überhaupt. Haben wir schon mal ein Dodo irgendwie erledigt? Hier so ein kleines... Aua. Ich glaube, ja. Hat nichts gemacht, ne? Ne, nicht wirklich. Ich glaube, das sind so Tiere, die wir einfangen müssen. Okay, ich komme wieder runter. Hier sind noch ein paar Bäume, aber es hat mich einmal doch getroffen, als ich ja am Holzhacken war. Ich nehme noch ein paar Bäume hier mit und dann komme ich runter. Ja. Oder da erst will der Heim mich so ganz verzweifeln. Ich sehe unser Floß von hier oben. Yeah. Siehst du mich irgendwo? Siehst du mich irgendwo hier? Ah. Kann gerade nicht gucken, muss mich um Heike, Mann. Aha. Ich komme den Berg hier gerade runtergeschlittert. Jeha! Da unten habe ich irgendwie noch nicht viel erkundet. Dann sollten wir da auch noch weitermachen. Ja. Oh, ist ja eine Höhle? Höhle? Nö. Höhle? Höhlen? Erlöhlen? Ich muss erstmal aufpassen. Oh nein, es wird dunkel. Nein, warum wird es dunkel? Also so ein Pufferfisch erledigt bekommen jetzt eigentlich? Nee, habe ich leider nicht geschafft. Die sind alle zerplatzt. Boah. Das muss man halt wirklich perfekt machen. Hey, Daniro. Oh, Vorsicht. Hi. Wow. So. Ich trau mich nicht. Ich trau mich noch nicht mit meiner niedrigen Energie. Mal meine Planken, die ich gefunden habe, wegpacken und mein Kunststoff und den Schrott. Palmblatt. Habe ich gar nichts mehr. Okay. So, dann nehme ich mir mal einen Metallbarren, um mir eine Schere zu machen. Und ich versuche mal, auf dieses Lama noch mal finde. Ja, ich werde hier neue Metallbarren machen. Weiß nicht, ob das funktioniert, aber gucken wir mal. Wir haben jetzt insgesamt tatsächlich 7 Metallbarren hier drin. Ah, einen habe ich mir genommen. Ja, natürlich. So, Schere. Perfekt, um Wolle zu schneiden. Mehr Stück. Ich habe den Vogel damit geschnitten. Ich weiß nicht, ob da was gebracht hat. So, ich sollte gleich auch. Ich glaube, irgendwas ist gerade bei mir runtergefallen. Was? Ja, was auch immer. Es hat sich gerade so angehört. So. Und jetzt trinken. So. Jetzt. Oh fuck, das ist ja Salzwasser. Ii. So, hier ist auch noch rohes Fleisch, Mann. Die noch rohes Fleisch. Hier ist gegärtes Fleisch. Nein, ich meine, gegärte Kartoffeln. Ja, bitte. Ach so. Warum ist hier das Insektennetz drin? Das weiß ich doch nicht. Du hast da doch die ganze Zeit. Ich hab's da aber nicht reingelegt. Wenn ich da mal bin. So, wo sind die? Hab ich da wirklich meinen Kescher reingetan? So. What the hell is wrong with me? And what the heck is even that? Ja. What the heck is wrong with you? So. Nom.
So, wo haben wir unsere Kokosnüsse und Zeug? Hier haben wir unsere Kokosnüsse. Schon voll. So, schlafen gehen. Na, gut, nein. Okay. Ich bin ein aggressiver Schläfer. Komm, bist du ein aggressiver Schläfer? So. Warum bist du ein aggressiver Schläfer? Hä? Beantworte mir das. So stoche ich dich. Dann trinke ich einfach weiter. Ich esse. Mein Gott. Da habe ich gehört. Ja. Na hier. Los, beantworte mir, warum du ein aggressiver Schläfer bist. Ne? Beantworte mir das. Ich stoche dich sonst. Boah. Nirgendwo bin ich sicher. Was ist schlimmer, von mir gestochen zu werden oder vom Hai angeknuspert zu werden? Warte, ich gebe dir eine Antwort in eine Stunde. So. Was ich mal machen soll, sollte ich versuchen mal zu angeln und ich versuche mal so einen Haiköder zu machen, damit wir leichter die Riffe erkunden können. Das wäre eine gute Idee. So, ich versuche noch mal das Lama wieder zu finden und dann einen Haarschnitt zu verpassen. Versuch es. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht müssen wir erstmal irgendwie selber besitzen oder so, aber keine Ahnung. Kann ja mal versuchen. Ja. Gib dein Bestes. Und pass auf die Vögel auf. Das ist voll wahnsinnig, ey. So. Ich laufe mit einer Schere hier durch die Wildnis. Also, nein, Daniro, rühr nicht mit der Schere rum. Oh, ich laufe mit einer Schere rum und ich bin noch nicht tot. Hey, ich habe einen Haiköder gemacht. Ich kann die ganze Zeit damit schnitten. Kann ich damit? Nee. Warte, Moment, ich glaube, ich kann ihn. Ich kann ihn, glaube ich, ins Wasser werfen. Ich kann die ganze Zeit damit schnippen. So, was ist diese Felsformation? Diese Felsformation sieht so voll verdächtig aus. Da ist nichts. Nee. Die so aus dem Wasser ragt. Nein, das ist leider nichts. Ah. Ja, komm schon, du Hai. Ich liefere mir jetzt mit dir einen Zweikampf. Jetzt finde ich wieder ein bisschen Holz. So, diesmal durch direkt meine Palmsamen und direkt wegwerfen, damit mein Inventar nicht die ganze Zeit voll wird. Aber die geben mir immer mehr. Diesen Kampf habe ich gewonnen, Hai. Ich habe gerade unter Wasser einen Hai getötet. Ausgezeichnet. Ich habe gerade gehört, wie er Vogel und Stein auf mich geworfen hat. Na, Vogel! So, jetzt kann ich mich hier aber wahrscheinlich erstmal umsehen. Ich mach mal ein bisschen Haifleisch, ne? Hast du was dagegen? Nein? Gut. Nein, gut. Darauf gönne ich mir jetzt erstmal etwas Chicken. So, blöde Lama war da ganz oben, glaube ich. Damn. Geh weg! Na wirklich, du kannst diese Haiköder einfach ins Wasser werfen. Da muss ich immer wieder neu herstellen. Ja. Na genau, das habe ich befürchtet irgendwie. Aber damit können wir ihn zumindest für eine Weile beschäftigen. So. Oh. Hallo ihr Fischis. Hallo Fischis. Ihr Fischis. So, hier werde ich auch sicher sein, hier unten. Ne? So. Meinst du? Ja, ich bin hier unter so eine kleine Feldbrücke, sag ich mal. Und ich muss mir eine neue Axt herstellen. So. Der lässt mich nicht in Ruhe. So muss ich mich irgendwo unterstellen. Ist schon wieder kaputt gegangen. Oh, bist du? Da bist du. Mhm. Oh, der hält aber ganz schön lange. Ist ganz schön lange am Boden, wenn er irgendwie versucht, seinen Felsen da rauszuholen. Dann kann man den bestimmt treffen. Den Vogel meine ich. Okay. Der war aber ein bisschen weit entfernt. Vielleicht
Ich weiß ja nicht, wo der landet. Wenn er direkt neben mir landet mit seinem blöden Stein. Ja, da hinten ist er schon wieder. Mein Gott. Ah, zu weit. Lande mal irgendwo hier hin. Ich habe mal meine Augen auf den. Ich verfolge den jetzt genau mit meinen Augen. Er ist nämlich genau immer hier in der Nähe gelandet. Na komm. Ich versuche irgendwo noch mal so einen Kugelfisch zu finden. Mach das. So, lande irgendwo hier, komm. Aber lande. Nein, das ist zu weit. Nein. Da brauchst du definitiv einen Bogen für oder irgendwie sowas. Ja. Der landet einmal kurz. Ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten, könnten wir den erledigen. Stimmt. Dann landet immer irgendwo hier, hebt seinen Stein auf für so 3-4 Sekunden, dann kannst du ihn abschießen. Also mal versuchen. Hm. Wenn der irgendwo hier in der Nähe landet. Bei mir ist er jetzt die ganze Zeit irgendwo in der Nähe gelandet, aber der ist immer zu weit weg, da kriege ich den nicht. Ja. Ich suche halt gerade immer noch so nach so einem Kugelfisch, aber ich sehe leider keinen. Halt, nein. Na gut, dann gehe ich weiter nach oben. Guck mal, wo der Lama ist. Ja, vorher kriegst du bestimmt auch irgendwie einen Kopfbedeckung. Nehme ich an. Erstmal müssen wir versuchen, Wolle abzubauen. Ich versuch's. Ja, wenn wir Wolle haben, dann können wir uns Rucksäcke herstellen. Und ich denke, dafür brauchen wir das Leder und die Wolle. So, das ist aber noch so weit oben gewesen. In dem blöden Dingen vorbei, an dem blöden Warzenschwein. Nicht das blöde Warzenschwein. Ja, da ist es. Oh Gott. Nein, 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 jetzt fall ich runter. Nein, geh weg, du Stück. Ja, jetzt die Stufe, da kommst du wieder nicht hoch. Ich hab's mir bemerkt. Ich sehe nämlich diesen Adler. Aber ich komme hier nicht hoch. Oh, da bist du. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Schnipp, 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 schnipp. Komm her, komm her. Das sieht überhaupt nicht wahnsinnig aus, was ich gerade mache. Nein, ich glaube, das funktioniert nicht. Das Ding hält nicht still. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. So. Verdammt. Ich glaube, dass dieser Adler mich gerade angreifen wollte. Nee, das funktioniert leider nicht. Damn. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit nicht erwischt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, das funktioniert nicht. Wenn das hier so am Rumrennen ist, am Rumspringen. Ja, wir müssen die Tiere einfangen. Mit einem Netzwerfer, aber damit wir den Netzwerfer haben, müssen wir einen Kugelfisch legen. Ah, oh mein Gott. Uff. Ich komme wieder zurück mit meiner Schere und ohne Wolle. Ja, ich komme auch zurück und zwar ohne Explosionspulver. Und zwar ganz ohne euch. Ohne euch. Ja. Wo ist überhaupt unser Floß? Oder nicht? Ich bin direkt da beim Floß gerade. Wo ist unser Zuhause? Nein! Hier ist ein Kugelfisch, direkt unter unserem Floß. Warte. Genau neben dem Hai. Der Vogel nicht auf unser Floß losgeht bisher. Na, der Vogel greift mich gerade an. Hilfe! Ich kann nicht, ich bin auf dem Floß. Stimme ja nicht weg. Ich bin bei der Felsformation! Ja, und ins Wasser!
Hier trifft mich dieser Vogel bestimmt nicht. Kann man irgendwas mit den Palmblättern machen? So zum Herstellen. Ja, halt nur Seile. Bücherstapel. Ne, ich meine irgendwas anderes noch, damit ich die ganze Zeit nicht wegschmelzen muss hier. Teppiche. Oh, wir müssen mal wieder dekorieren, ne? Ja, ja. Eine Flagge, Einsatz in null Wänden. Schrott, Planke. Ich könnte eine japanische Flagge machen. Meine Totenkopfflagge. Was brauchen wir für eine Flagge? Wir brauchen auf jeden Fall eine japanische Flagge. Und wir brauchen eine deutsche Flagge. Ja, Deutsch haben wir noch nicht. Schade. Also du sagst direkt unter unserem Fluss soll ein Kugelfisch sein. Wo bist du? Ich bin jetzt beim Fluss, aber! Hier war einer. Der kommt am Fluss hier. So. Ich muss mich erstmal um den Hai kümmern. Ah. Ja, der ist genau beim Hai. Oh ja. Genau da. Ja, wir müssen erstmal den Hai besiegen. Besiegen? Also, das dauert doch ewig. Nee, so lange hat es gar nicht gedauert. Mit so einem Metallsperr zieht man eben echt mehr ab. Oh fuck. Ich würde sofort, ob ich überhaupt einen herstellen kann. Aua. Okay, du musst dich mal eben um den Hai kümmern. Ich habe keine Energie. So, ich muss mir erstmal einen herstellen hier. Bolzen, einen Bolzen müssten wir haben, ne? Ja. Bolzen, wie tut man die nochmal herstellen? Mit einem Metallbarren. Boah. So. Metallspeer hergestellt. So, meine Schere brauche ich dann ja noch nicht. So, warte, ich versuche gleich mal. Ich muss jetzt erstmal was trinken und was essen. Lass mal die ganze Metallbahn hier schmelzen, die du noch hast. Ja, Moment, lass mich bitte erstmal hier auffüllen. Dankeschön. Hitz mich nicht. Palmsamen, ne? So. Sehe also, hör erst Leute, Daniro, der stresst mich schon wieder. Ich war. Wohl war. Ist mich hier nur am Stressen, ist der mir. So. Ja, wirklich, der stresst mich die ganze Zeit und ich habe echt die Schnauze voll, ey. So, ist wieder dunkel alles hier, wo ist der Hai? Das Ding irgendwie weiterreichen als der andere Speer? Sie müssen länger. Nee, aber der Metallspeer, der macht mehr Damage. Ja, das ist klar irgendwie, ne? Da ist der Hai. Da ist der Hai. Komm her, Stück. Komm her, Stück. Der direkt von mir zu dir hingegangen. Ja, ich muss aufpassen. Wenn er mich nochmal anknuspert, bin ich tot. Ja, wir können ja schlafen gehen, ist auch gerade dunkel. Ich sehe sowieso nichts unten. Ich komme gerade nicht aufs Floß. Los, ich muss warten. Ich bin durch den Anker gefallen schon wieder. Hier sind die ganzen Metallbahnen. Dann kann ich die ja da platzieren. So, ich nehme noch mal eine Suppe, wenn die schon mal hier ist. Okay, jetzt können wir schlafen. Okay. Ja. Good night. Ich sehe nichts, zu dunkel. Ich kann nicht hören, es ist so dunkel hier. Hey, ich habe wieder fast voll Energie. Ausgezeichnet. Und hier einer. Obwohl es noch ein bisschen dunkel. Ich warte, bis es heller wird. Ja, komm, es wird sowieso gleich heller. Erstmal trinken. So, und jetzt nochmal trinken. So. Und ich glaube, ich habe gerade unser Frühstück gefunden. Hm.
Zum Frühstück gibt's Chicken! Okay. Ah, schade. Wohl. Ich hab nur einen Haikopf. Warum habe ich nur einen Haikopf? Ach so, vom letzten Ei, den ich erledigt hatte. Habe euch schon einen Hai erledigt. Ich möchte immer noch sagen, wir haben 7 Haie erledigt schon. Ja. Why ja. Weil da 7 Haiköpfe drin sind. Oh mein Gott, du hast einen Vogel getötet. Ja, ich habe den One-Shot mit dem Speer. Nett, ausgezeichnet. Okay, ohne Runner. Ich hoffe aber, du hast. So. Also. Hey, yo, was geht, ne? Ich bin jetzt auf dich gegangen. Naja. Der soll ja auch nur auf mich gehen. Aber. Du musst halt zustechen, bevor anfangen will, dich anzuknuspern. Ja, mach ich ja. Ich zieh ihn sogar ab. Oh Gott, ich muss wieder nach oben. Oh. Ja, auch ich sauf auch ab. Hilfe. Aber. Ne, ich war fast tot. Oh, die ganze Zeit getroffen von den Blumen. So. Warum ist denn hier nichts eingepflanzt? Weil ich gerade beschäftigt bin, hier einen Hai zu töten. Entschuldigung. Excuse me. Fuck. Also das mit dem Hai töten, das muss ich echt nochmal üben. Ich bin fast tot. Da ist ja nichts drin. Da. Hört ihr das, Leute? Der kritisiert mich die ganze Zeit. Halt immer und immer wieder, ey. Das verletzt nicht meine Gefühle. Unsere. Wir werden ja noch verhungern. Unsere ganzen Kisten sind voll. Wir werden ja übelst verhungern. Unsere ganzen Kisten mit Essen sind voll. Was? Und du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. Oh Gott. Ich sehe aber, was der Hai hier schon alles hier angeknuspert hat. Mal sehen. Okay, ist alles wieder repariert. Aber trotzdem. Können gerade noch nicht wieder runtergehen. Ich versuche noch mal einen Fisch zu fangen. Beziehungsweise noch ein paar Fische zu fangen. Und vielleicht kann ich uns noch ein paar Köder machen. So, weißt du eigentlich mit diesem blöden Vogel ist? Da tut sich gar nichts irgendwie. Irgendwie nicht, ne? Muss man da irgendwie Samen oder irgendwie sowas rein platzieren? Habe ich doch, glaube ich, letztes Mal versucht. Hat nicht funktioniert. Meine Güte, ey. Okay. Ich habe einen Haiköder gemacht. Siehst du den Haiköder, den ich hier in der Hand halte? Warte, ja. Das müssen wir ins Wasser werfen. Da haben wir nur so ein paar Fische zusammengeknotet. Ja. Und dann geht er die ganze Zeit darauf los oder was? Und wir können ihn angreifen oder wie? Offensichtlich. Na, dann macht das. Ich bin bereit. Ich nicht. Ich habe nur die Hälfte meiner Energie. Also. Ich glaube, ich muss mich erstmal ein bisschen hinlegen. Für den ganzen Stress erholen, der hier passiert. Ja. Ich bin gerade mega unter Stress, deswegen lege ich mich in meine Hängematte. Ich habe einen guten Grund, also mach mich rund. Du hast einen guten Grund, also mach ich dich rund. Na gut, dann wollen wir mal. So, Federn haben auch mehr als genug. Hier, und was sagst du? Perfekt! Mann. Ach Mann, ist das gruselig. So,
Und jetzt gehen wir, Leute, erschrecken. So. So. What the? What the? Entschuldige, was? Warte mal. Dein Dings ist hier drunter, was? Lol. Ich hab schon gefragt, warum tut der mitten in unserem Fluss hier auf einmal was knabbern? Ich hab ihn! Da ist er. Sehr gut. So, und abgerupft. Jetzt kommt der Pufferfisch. Kann ich euch erledigen, wenn er jetzt noch hier ist? Der ist irgendwie weg. Nein. Nein. Ach, nein, ist noch die kleine Insel. Ich wollte schon sagen. Muss ein hier sein. Bei mir. Was? Wo bist du? Ich sehe dich. Okay. Warte, ich muss eh mal auftauchen. Na, so, aber ob wir den kriegen. Wo bist du? Da, ich sehe ihn. Er kommt auf mich. Oh Gott. Ich versuche ihn mal mit dem Pfeil abzuschießen. Ja, mach das mal. Na, scheiße. Verfolgt mich noch. Genau. Nein, er verfolgt mich. Einmal. Komm das Stück. Komm das Stück. Kacke, ich sauf ab. Ich sauf ab. Oh nein. Na. Der ist explodiert. Ja, voll schwer. Ja. Warum ist das so schwer? Blurrock. Halt. Schön, müssen... daran ist, jetzt können wir uns hier erstmal umsehen. Ja. Aber hier ist auch fast nichts mehr, ne? Vielleicht halt noch das ein oder andere Erz. Fuck, ich muss auftauchen. Ich werde den Vogel erledigen. Was soll so den Vogel mal zu erledigen? Was? Du willst den Vogel erledigen? Ja, ja. Muss auch einen Bogen, ne? Ja. Okay, aber dann lass mich eher. Lass uns eben zum Fluss zurückkehren. Ja. Ich doch auch irgendwas bringen, den zu erledigen, hoffentlich. Ja gut, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich muss mich erstmal aufheilen. Ja, ich auch. Ich habe nur die Hälfte. Ich muss auch unbedingt was trinken. So, jetzt sind alle unsere Erze geschmolzen. Nein. Doch. Was? Hast du auch noch welche? Ja, natürlich. Natürlich habe ich noch welche. Welche, die liegen bei mir. Die habe ich. Warte, warte. Ja, ich bin hier am Schmelzen. Ja, ja. Ach so. So, du hast dich schon rausgenommen. Dann tue ich noch mal hier ein bisschen Kupfer rein. Weil ich brauche halt den Platz. Hm. Ja, warte, hier. Ich habe hier noch einen Heilkopf. Da hier, pass auf. Also. Hätte ja, wie so ein Teddybär. Aber hast du gerade mit dem Finger auf mich gezeigt? Ich war ein Hai irgendwo. Der ist schon wieder hier. Ah. Das ist dieser Köder, der da unten ist. Ausgezeichnet. Okay, wo steckst du? Bist du noch auf dem Floß, aber. Ich bin bei uns in unserem Zimmer gerade. Okay. Ich bin bereit für die Jagd. Ich auch. Den Vogel auszuweichen finde ich jetzt nicht so schwierig, also. Muss einfach nur immer genau rennen, wenn da gerade das Ding auf dich zukommt. Die ganze Zeit nur rennen.
Na halt, also halt, jedenfalls, der knabbert halt die ganze Zeit an dem Köder rum. Oh, ist doch gut. So. Ich geh schon mal. Ich komme auch. Also ich bin hier hingegangen und der hat die ganze Zeit hier, ist ja irgendwo am Boden gelandet, hat einen Stein aufgehoben, hat irgendwie so 3-4 Sekunden am Boden gesessen, um den halt hochzuheben. Aber der war immer zu weit entfernt von mir. Hast du jetzt mittlerweile auch einen Bogen gemacht? Nee. Verdammt. Ich muss mal gucken, wie viele Pfeile ich noch habe. Okay, ich habe noch 12 Pfeile. Ich denke mal, vielleicht könnte das reichen. Mhm. Mal schauen. Wenn ich dann müssen wir mehrere Trips machen. Oder nicht? Ich hoffe, er kommt auch wieder. Da oben ist er. Der landet dann immer da unten, da. Ich glaube, der landet gerade. Oder? Ja, da hinten ist er jetzt. Ah, der ist jetzt da. Ist ja blöden. So, renn, 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 renn. Ja, warte, bis er landet. Der landet immer irgendwie ein bisschen weiter von uns entfernt, habe ich so ein Gefühl. Mhm. Oh, warte mal, da kommt ein Stein, renn, renn, renn. Aber muss eigentlich nur rennen, einfach nur rennen irgendwo. So, da hinten geht er, da hinten. Na, ah, so weit weg. Ah. Vorhin ist er irgendwie näher bei mir gelandet die ganze Zeit. Ich krieg den nicht, er landet immer so weit von mir entfernt. Wo bist du? Bin hier beim Stein. Ja, da geht er. Ne, der ist schon wieder. War. Ja, voll nervtötend. Fuck! Trifft ihn auch nicht! Aua! Da landet. Was ist das? Oh, ich habe ihn einmal getroffen. Ja, ich hab's gesehen. Hat ihn sogar aufgehalten, das Ding. Ah, der ist direkt da gelandet. Hat ihn sogar aufgehalten, hier seinen Stein hochzuheben, habe ich gemerkt. Oh Gott, jetzt es wird doch noch dunkel. Oh, jetzt wird's die ultimative Challenge. Na, warte, kommt er hier runter? Oh Mann. Komm hier runter. Nee, der ist da gelandet. Verdammt. Ja, da müssen wir ein paar Trips hier hin machen. Der wird sich ja wohl nicht heilen, wenn wir irgendwie schlafen gehen oder so, ne? So wird. I have no idea. Dann futter ich mal eine Ananas. Damn! Shit! Warum bewegst du dich denn nicht? Ich weiß nicht, warum ich mich nicht bewege. Hilfe! Ich find die Tiere ja voll einfach auszuweichen. Was hast du so Probleme mit denen? Ja, vielleicht liegt es doch einfach daran, weil ich nicht gut bin. Ah, Entschuldigung, das habe ich nicht bedacht. Da. Und schon. Oh, eine Sternschnuppe. Oder nee, einfach ein Pfeil. Das war ein Pfeil. Ich habe schon gedacht, die war ein bisschen niedrig. Oh, eine Sternschnuppe. Und dann war es einfach nur ein Pfeil. So, ich glaube, der ist bei dir irgendwo. Bleib bei dir. Also. Nein. Wir machen das ja wahrscheinlich auf primitivste Weise aller Zeiten. Ey. Wahrscheinlich gibt es irgendwie auch so einen Vogelköder oder irgendwie sowas. Ah, da hinten. Wie soll ich denn den hinten erreichen? Der geht auch gar nicht. Schon wieder hält nicht so viel aus. Ey. Na, der ist gerade bei mir die ganze Zeit. Also. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn echt jetzt nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Hallo? Da kommt er. Da kommt er! Renn! Ich verstehe nicht, wie du die ganze Zeit von denen getroffen wirst. Ich versuche ihn ja aber auch die ganze Zeit schon abzuschießen. Ist er da hinten irgendwo gelandet? Ah,
Und mich verstecken. Hilfe, ganz schnell. Ich muss mich verstecken, ganz schnell. Nach Hause. Nein, Gary plaudert alles aus. Also, nein, Daniro plaudert alles aus. So, oh, der ist direkt neben mir gelandet. Ah, genau. Ich habe ihn nochmal getroffen. Ja. Bring ihn um. Ja, jetzt bin ich, ja, hier bin ich geschützt. Ja, hier triffst du mich nicht. Ich habe ein Dach über dem Kopf. So, zweimal haben wir ihn getroffen mit dem Metallspeer. So, ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich bin hier. Hi. Also. Ah! Ich habe ganz knapp überlebt. Der nächste Treffer bringen ist mein sicherer Tod. Ja, dann stell ich da drunter unter den Felsding. Da bist du sicher. Ja. Dann trifft er mich nicht die ganze Zeit. Kann sich hochheilen und den abschießen. Mir bei der ich habe nichts zu essen dabei. Verdammt! Ich auch nicht. Daniro, ich bin schwer verwundet. War. Der Vogel kommt nicht. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Du musst jetzt den Vogel erledigen. Futter die Blumen. Wo ist er? Ich sehe nicht. Er kommt nicht mehr. Er hat keinen Bock mehr. Da ist er. Warte. Der versucht den Stein auf dich zu werfen, aber der prallt ab. Das Ding. Ja. Los, na los. So, oder war Salzwasser? Salzwasser getrunken. Du hast Salzwasser getrunken, eklig, ja. Ne? Muss schon näher landen, Kollege. Daneben! Ja, du kannst ja zurück aufs Floß gehen, dann versuche ich den mal irgendwie zu erledigen. Warte, er landet da. Nein. In der Nähe, hinter dir, irgendwo. Da ist er irgendwo gelandet. Boah. Der war hier, der war gerade hier. Da ist er vorhin auch gelandet, als ich ihn getroffen habe. Ich muss mich verstecken, ganz schnell. Nein, Daniro wird mich hier niemals finden. Lass ihn nicht von mir verstecken. Aua! Wurde getroffen? Ja! Boah. Warte, komm. Ich bleib jetzt hier stehen, ey. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Ich geh jetzt hier nicht mehr weg. Oh, kannst du versuchen, zurück aufs Floß zu gehen? Nein, das tue ich jetzt nicht. Ich bin nicht lebensmüde. Na, der ist da oben gelandet. Müssen wir auch mal einen Bogen herstellen, ey. Bolzen, Glibber haben wir eigentlich alles genug. Ja. Ja, dann versuch wieder zu treffen. Na los, lande irgendwo am Boden, bei uns. Ist er schon wieder da oben gelandet? Offensichtlich. Boah. Das ist halt. Halt die Brühe gegen den Geier. Ja. Und da musst du auch irgendwas bringen, irgendwas neue Materialien. Ja. Schon, der landet da hinten, oder? Ah, da schaffe ich nie im Leben. Oh. Wenn ich jetzt einen Bogen hätte, ne? Weißt du was? Komm mal her zu mir. Na, gibst du mir deinen Bogen oder was? Ich geb dir für eine Weile meinen Bogen und ja, auch die Pfeile. Gott, warte, ich komm. Na, aber du musst mir den Bogen und die Pfeile zurückgeben. Ja. Hier sind die Pfeile. Ja. Ich stehe auf 5 Pfeile noch. Ja, und hier ist der Bogen. Muss ich die Pfeile auch in die Leiste reinziehen? Nee, ne? Nein, musst du nicht. Du kannst einfach feuern. Okay. Den kann man wieder einsammeln, wenn man daneben trifft, ne? Okay. Ja, wenn man daneben trifft und du sie wiederfindest, dann kannst du sie einsammeln. Ja. Okay. Ich versuche irgendwie mal zum Fluss zurückzukehren, ja, mich aufzuheilen. Ich kümmere mich um den hier. Komm her, du Stück. Nein, ich habe den Stein getroffen, den er in der Hand hielt.
Wofür brauchst du denn Federn? Wie macht man die? Deine Sache. Nein. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe oder nicht. Pass auf, der kommt auf dich los. Renn. Renn. Ich renne ja schon. Hilfe! Ah. Kannst auch ein paar Pfeile direkt herstellen. Wir haben ja genug Federn, ne? Ich weiß nicht, was man noch braucht. Für die Pfeile brauche ich Steine und ich brauche Kunststoff. Na, haben wir alles genug in den Kisten. Warte, ich stehe jetzt genau hier oben. Egal, wo du landest. Ich treffe dich. Ja, nicht, wenn du so weit... Da geht er gar nicht. Aber wenn es einen Kopf gibt, dann will ich den Kopf dafür haben. Ja. Ja, komm auf mich zu. Aua! Nein. Na, ich habe nur noch einen Pfeil übrig. Oh, warte, ich krieg. Ah, ich habe ihn einmal getroffen. Ah. Verdammt, wo sind die anderen Pfeile? Ja, ich bin in die Pfeile ausgegangen. Ich werde neue Pfeile machen. Ja. Wenn du jetzt kannst auch einen weiteren Bogen erstellen, wenn wir gerade Zeug haben. Ich meine, wir müssten. Ich muss mal eben gucken. So. Wo haben wir? Was braucht man für Steinpfeile? Ich brauche Planken, ich brauche Stein und ich brauche Kunststoff. Ich kann nur noch 6 Pfeile herstellen. Ja. Kenn ich auch normale? Es gibt das sind Steinpfeile, das sind die normalen. Planke, Stein und Kunststoff haben wir doch genug in den ganzen Dingern. Guck in den Thron, die sind alle voll. Fast, also nicht alle voll, aber eine Menge von denen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Wenn ich jetzt die Pfeile hier finden würde, die ich hier verschossen habe. Ich habe ihn einmal getroffen damit. Geil. So, warte mal, ich werde mir jetzt auch mal wieder einen Bogen machen. Ja, mach das mal. Kannst du direkt den neuen nehmen. Bring mir ein paar Pfeile mit, bitte. Ja, Moment. Ich muss mir erstmal einen Bolzen machen. Ja, lohnt sich nicht, ey. Du musst auch irgendwie irgendwas Geiles haben. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, der hat wahrscheinlich Federn. Weil der gibt bestimmt auch einen coolen Kopf. Ja, ich will den Kopf haben. Okay, ich habe einen Bogen. Ach. Aber ich mache noch mehr Pfeile. Ja, ja, mach das. Ja, der landet hier nicht die ganze Zeit. Ich krieg langsam Durst. Na, komm zurück. Ah. Denn ich krieg nämlich Durst und ich krieg Hunger. Ah, nein, dann hat er genau da, ist klar. Ja, dann versteht ihr nicht, ihr Penner. Ich kann mal genau hier hinlocken. Ich glaube, hier kommt der nicht mehr. Nee. Schade. Na gut. Ja, hey, Expert Bird Hunter. Ich habe 50 Vögel schon getötet. Boah. Ich bin ein guter Vogeltöter. Ja, ich habe wieder einen von Gottes unschuldigsten Kreaturen getötet. Und es hat mir gefallen. Hier ist noch ein bisschen Haifleisch. Mhm. Nimm dir das. So, mein Gott, unsere ganze Ernte ist schon wieder weg. Ja, das haben die alles weggefressen. Als wir unterwegs waren, warte mal, ich gebe dir erstmal hier ein paar Pfeile. Mal eine Vogelscheuche oder so mal wieder herstellen. Hm. Ich wüsste, wo die ist. Ja, warte, ich geb dir. Ja. Hier.
Warte. Komm, gehen wir lieber nach oben, bevor das hier unten verloren geht. Ich suche die ganze Zeit die Vogelscheuche. Ich finde die nicht mehr. Werden wir irgendwann noch finden. Warte mal, Vogelscheuche, die ist noch da. Planke, Palmblatt. Ja, da, hier. Ach, die Paprika. Die ist unter Nahrung und Wasser. Komm mal hier hoch. Ein paar Kartoffeln, die kriegen wir schon. Ja, warte, ich muss hier noch neu pflanzen. So, nein, schon wieder alles leer. Aber hey, es regnet, das heißt, die Pflanzen kriegen frisches Wasser. Boah. Bin gerade dabei. Okay. Ich will mal kurz eine Hühnerkeule. Ja, nimm dir ruhig die Hühnerkeule. So. Ich hab gerade Pfeile. Ich hab Pfeile, hier. Hier okay. Sind sie. Wo? Ich sehe keine. Da liegen sie. Da! Ich seh keine. Was? Hm? Ja, runtergefallen? Nö. Nee, jetzt habe ich sie wieder, warte. Dann schmeiß ich sie eben hier hin. Oder warte, wir gehen eben auf die Insel. Boah. Nein. Na! Verfehlt. Komm, lass mal eben auf die Insel gehen. Ja. Ich hab extra Essen dabei. Oh, ich bin fast voll. Jetzt muss ich das schon wieder hier ordnen, ey. So, hier. So, danke schön. 20 Stück. 20. Oh. Ich habe dir 20 Pfeile gegeben, ich habe 21. Alles klar. So, dreimal habe ich das Ding schon getroffen. Einmal mit dem Pfeil, zweimal mit dem Metallspeer. Er kann unmöglich noch so viele haben. Jetzt, wo wir beide mit dem Bogen ausgestattet sind, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja. Ich glaube, ich sollte weniger rennen, weil dann werde ich immer durstig. Meinst du, wir sollten so slow and steady gehen? Ja. So. Wir sind wieder da. Und wir sind hier vor Vengeance. Ja. Ich gehe da oben auf den Stein hoch. Da sehe ich immer genau, wo der ist. Nein, ist er. Da, er kommt schon. Er landet da irgendwo. Ist da landet er! Ja, ist zu weit weg, glaube ich. Ja, der ist zu weit weg. Ich habe ihn getroffen! Ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe ihn auch getroffen, ehrlich gesagt. Einer von uns hat ihn getroffen. Ich habe Fehler angesehen. Ich habe ihn getroffen. Also ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Das habe ich gesehen. Ja, ich sah halt der da oben. Ja, wenn er direkt auf einen zufliegt, kann man den auch treffen. Ja. Jawohl. Ja, jawohl, du hast ihn getroffen. Ich habe es gesehen. Na, siehst du, jetzt geht halt. So, wo kommt er als nächstes? Jetzt kriegen. So, komm her, du Miststück. Wo ist er? Ah, da hinten ist er. Kannst du ihn treffen? Nee, ich glaube nicht. Warte. Aber. Ah, du hast ihn. Jawohl, hast ihn getroffen. Ich hoffe, er macht auch ordentlich Schaden. Oh, warte, der ist er. Alleine der. Nein. Ich habe ihn nicht getroffen. Wo ist er? Nein. Shit. Ja, ich wurde einmal getroffen. Scheiße. So, aber der irgendwo, glaube ich. Aber ich habe ihn einmal getroffen. Ich hab ihn zweimal getroffen. Ja. Aber es kam nur Stück, dich kriegen wir. Dich kriegen wir, dann kommst du auf den Grip. Da oben ist er auf dem Berg. Ja, oder. Ja, nee. Ah, Scheiße. Ich habe ihn getroffen, aber. Ah, er ist runtergefallen, er ist tot. Ja, er ist tot. Beginner Creature Hunter. Er ist ins Meer gefallen. Ich habe ihn. Die ganzen Pfeile sind auch da noch. Gib her.
Roher Geflügel. Boah, so viele Steinpfeile zurückbekommen. Ja. Warte, hast du den Kopf bekommen? Ja, Kreischerkopf. Als Erinnerung. Warte. Ich will den Kopf haben. Gib mir bitte den Kopf. Ja, ich will sehen, wie das aussieht. Und roher Geflügelschenkel mal 3. Ich hab mal 2 bekommen. Von auf den Kopf drauf, ey. Ausgezeichnet. Da ist ein Vogel. Tötet ihn. Nein. Ich sage danke für den Kopf. Den behalte ich jetzt. Ja. Gut, dann haben wir wieder ein neues Tier getötet. Ich bin zufrieden. Ich auch. Jetzt können wir auch von diesen weg, glaube ich. Ja, jetzt können wir auch wirklich von der Insel gehen. Ja. Wir haben einen Screecher getötet. Ist das nicht cool? Ja. Wie viel hat der jetzt ausgehalten? Voll. 10 Pfeile? Oh Gott. Ich glaube auch, oh mein Gott. 10 Pfeile, irgendwie so. Steinpfeile auch noch. Ja, Steinpfeile. 2 Metallspeere. Und sonst im Gedöns. Oh Gott. Dann mal weg hier und gucken, wo es als nächstes hingeht. Das finden wir aber schon kommt bald heraus. In dieser Folge noch. Okay. Aber ob wir eine neue Insel finden, weiß ich nicht, aber wir haben noch so 10 Minuten. Okay. Palm. So, da haben wir den Glibber. Dann komm ich. Aua! So, was war das? Ich habe keine Planken. Planken sind drin. Bedienen. Ja, ich muss mich mal bedienen. Ich muss erstmal hier unser Festessen hier vorbereiten. Da tue ich schon meinen Anker wegmachen. Glücklich. Aber nur einen blöden Kopf, den blöden Vogelkopf auf dem Kopf drauf. Ey, blöd ist er nicht. Der war ganz schön. Das waren alle Stücke Arbeit. Naja. Deswegen trage ich jetzt diesen Kopf als Symbol unseres Triumphes. Oder so in der Art. Oh Gott. Nein, nicht in die Richtung, in die andere. Nein, nein. Innere Bäume, mal bitte das. Gehen wir mal da. Trotzdem in die Richtung. Und ich jetzt mal. Naja, ich pack die Kartoffel auf ein Ding. Ja. Wir haben hier gegarte Hähnchenschenkel. Okay, das ist nämlich meine Ausbeute. Kreischerfleisch. Das ist köstlich gewesen tatsächlich. Naja. Was hat denn der noch gebracht, außer das Fleisch in den Kopf? Hat er auch noch Federn gebracht? Weiß ich gar nicht. Nee, irgendwie nicht, ne? Kreischerkopf, als Erinnerung. Ich habe nur noch Dings bekommen, ja. Ja, es ist hier. Die Pfeile habe ich zurückbekommen. Ja, die habe ich auch zurückbekommen. So, warum ist denn hier ein Loch? Warum denn? Wo ist hier ein Loch? Habe ich schon so gemacht. Okay. Ach. Ich sollte mal nochmal so ein Trophäenbrett anbringen. Ja, wollte ich auch gerade, ehrlich gesagt. Das mache ich mal. Aber wir haben ja noch keine neuen Dinger, ihr. Ich brauche... Warte mal, ich muss mal eben einmal Schrott nehmen. Ah, da. Ja, können wir uns mal wegbewegen hier? Ja, warte. Lass mich eben ein paar Nägel erstellen. Nein, nicht du. Das Ding hier. So. So. Warte mal. Da. Ich tu mal. Versuchen unser Flößchen hier weiter auszubauen nach oben, damit wir hier
eine dritte Etage haben. Hoffentlich kommen wir dann endlich mal hier den Empfänger und so weiter alles dahin bauen. So, noch mal geht. So, siehst du an. Jetzt bin ich gerade hier oben. So, ah, sehr gut. Ja, um alle Tiere hier ansammeln, die wir hier getötet haben. Ja. Einer nach dem anderen. So, ich platziere auch schon mal direkt das nächste. Also gut, ich habe zu viel Holz. Und Glibber ist fertig. So, und schon ist das ganze Holz wieder weg. Ja. Das kleine Dach hier. Ich brauche Planken die ganze Zeit. Ich brauche Planken und ich brauche Kunststoff. Ich muss nämlich etwas erstellen. Wir haben keine Planken. Ja, ich habe gerade alle verbraucht. So, du hast den Warzenschweinkopf, und ich habe den Adlerkopf. Na, nein, du Miststück. Setz die Seehegel in neue, auf neue Gefahren zu oder sowas in der Art. Du Miststück, geh weg! Alter, warum komme ich hier nicht hoch? Da. So, wollen wir schlafen gehen? Ja, eine Sekunde. Ich will noch mal ausprobieren. Warte, war vorher auch schon da. Alter. War. Wow. Ich komme da nicht hin. Ich flieg die ganze Zeit runter. Ich brauche. Wow. Na gut. Eine Sekunde. Eins. Zeit ist um. Muss da noch ein blödes Ding inpacken. Schlimm genug, dass der Nero schon so ein aggressiver Schläfer ist. Meine Güte, ich brauche noch ein paar Planken. Ja, schon unterwegs, irgendwie nicht. Irgendwie ist ja noch zu nah. Beim Wetter, die brauche ich nicht. Boah, ist das hier am Wackeln gerade. Ja. Jemand hat mal gesagt, wenn wir das Segel nicht irgendwie offen haben, dann tun irgendwie mehr Sachen spawnen oder irgendwie so was. Ich hab keinen Plan. Aber hey, unser Baum ist fertig. Nee, unser Baum ist noch nicht fertig. Was ist denn da oben hin? Nicht verbunden. Und haben wir schon genug Höhe? Oder nicht, also steht nichts von nichts. Keine Höhe oder so. Das Ding ist immer noch rot. Warum? Eins. Warte mal, ich glaube, das Teil hat keine. Hat das Teil eine Batterie? Das Teil hat keine Batterie. Doch, ich habe eine Batterie reingetan. Tsunami Empfänger. Okay. So. Antenne 1. Antenne 1? Oh, warte jetzt. Und nun? Ja, und nun?
Hast du mal ein Funkgerät? Nein, das Funkgerät, das steht auf dem Tisch. Bei uns. Ach da. Kommt gar nichts. Na? Was haben wir denn da? Loot! Okay, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Aber du machst irgendwas. Und jetzt werde ich uns etwas ganz Besonderes bauen. Ich baue noch eine Planke. Ich weiß es nicht. Mehrere Antennen herstellen? I have no idea. Da. Kann ich machen. Kupferbahn war mehr als genug. So, ich will noch hier machen, bevor wir den Part beenden. Und ich will auch die besondere Sache bauen. So. Yes! Ich hab's gemacht. Na! Ah. Ah, du Miststück! Nein! Kannst du die Stelle mal bitte reparieren? Ich hab keine Planken. Ich auch nicht. Warum hast du keine Planken? So, okay. Mach was, Technologie. Technologie, funktioniert. Hey, du da oben mit deiner Technologie, komm mal runter. Boah. Tada. Was hast du gemacht? Benutzen. Alles klar. Wenn man mal so einen harten, anstrengenden Tag hat. Ja, und dann können wir den Part beenden. Moment. Lass mich noch eben den Vogel hier rupfen. Okay, jetzt können wir den Part beenden. Okay, dann sage ich. Ja, sehen wir uns. Sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ja. Nächster Part von Raft. Ciao. Ciao.